Herzlich willkommen zurück zu Lotzerox Open Air hier. Ist offen. Willkommen zurück zu Valheim, dem guten alten Spiel aus der Zeit des Jahrtausends. Und wir sind hier. Ja, Open Air Valheim sind wir hier gelandet. Läuft bei uns richtig steil. Bricht irgendwann zusammen, aber das wird's wohl noch nicht ganz so schnell. Ja, wenigstens braucht man hier kein Zertifikat. Warum nicht? Es braucht für alles irgendein Zertifikat. Außer, übrigens mal so eine Frage, brauchst du noch Holz oder nicht? Oder doch? Oder keine Ahnung? Ich habe dich ja zum Kernholz suchen geschickt. Was wir jetzt brauchen, sind überall Fackeln. Sonst, wir brauchen überall Fackeln für Licht. Okay. Und ich würde sagen... Fackeln brauchen nur Holz, oder? Nee, Harz. Harz 4, ach, Mann, habe ich nicht zu Hause. Irgendwo haben wir doch... Nee, warte mal kurz, ich habe doch hier irgendeine Kiste mal... Hier, ja gut, nur 6 Stück. Aber wir haben bestimmt noch irgendwo. Nur die Frage halt, wo kriegt man genau Harz her? Also... Schon eine Frage, und übrigens... Von den Gräulingen. Und übrigens, hier ist echt leise, also hier ist keine Hintergrundmusik irgendwie, aktuell. Weil es Nacht ist. Oh, jetzt kommt eine Musik, so. Die machen wir wahrscheinlich in einem normalen Gedingse ohne Werkbank, ne? Die Fackeln. Ja, genau, mit dem Hammer. Mit zwei dem Hart, Hammer. Zwei Holz, gleich eine Fackel. Yo, ich hab über 100. Ich bin gerade ein bisschen ratlos wegen dem Haus hier. Ne, wegen dem Lagerhaus. Bin ich doof. So, weil das Erdgeschoss, das hält. Ja. Das Dachgeschoss aber, das ist sehr, 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 sehr instabil. Okay, also brauchst du dafür generell Kernholz, also nur? Ja, generell Kernholz. Ich habe ja Kernholz in meiner Inventarliste. Möchten wir einfach... Ich habe, glaube ich, geschickt, was du machen kannst. Aber ich frage mich gerade, wie machen wir das Haus jetzt am besten? Weil hier gibt die eine Truhe, die geht hier fast kaputt. Okay. Ah, jetzt kommt bei mir auch wieder Musik. Müssten wir rein in der Theorie einfach alles nur Kernholz haben und dann kann man viel höher bauen? Nee, nee. Also was wir brauchen, ist ein stabileres Grundgerüst, weil jetzt ist momentan das Problem ist, unser Haus ist ja so wie in einer Erhöhung wie vom Hügel. Boah. Ja. Richtiger Zungenbrecher. Und das Ding ist, ich habe hier noch 3 Kernholz. Du musst ja immer 4 Blöcke vom Boden entfernt sein für die Stabilität oder 5. Ja. Momentan, je weiter man rausgeht, umso roter wird das Haus. Klingt einleuchtend, weil das Ding ja da unten eins höher ist, also so gesehen auf Stelzen. Genau, und deshalb schmeiße ich jetzt hier mal Kernholz hin, in der Hoffnung, dass es oben grün wird. Aber ich World Safe in 30. Ah, jetzt, das stimmt, das ist der neue Patch Note. Die warnen dich jetzt vor, wenn die Welt speichert. Genau. Auch gut. So, wir brauchen, glaube ich, hier brauchen wir auch einen Stabilisator. Wo willst du überall Fackeln haben? Einfach, dass wir dann das Inventar da drin, also das den Lagerplatz lesen können. Der ist nur grün? Hä? Warum ist der... Die kann man nicht an den Wänden bauen, oder? So eine Frage. Fackeln? Nö. Es gibt andere Fackeln. Die haben wir aber noch nicht freigeschaltet, sorry. Alles klar. Gräuling. Komm, Gräuling. Ich klopf dich weg. So. Gibt Holz und Harz. Perfekt. Brennen diese Fackeln alles nieder hier, wenn man das zu weit... Nee. Okay. Ich glaube, ich muss hier... Steine, so. 6 Steine, das sollte reichen, wenn ich jetzt hier... den Boden erhöhe. Und hier auch. Oh. Da, so.
So. Bin ich jetzt hier? Kann ich jetzt hier kein Kernholz platzieren? Hallo? Mach mal hin hier. So, dann sollte das blau sein. Jawohl, jetzt ist es blau. Blau heißt, egal. Geerdet. Oder? Geerdet. Ach, okay. Wieder mal das gelernt. Frühling. Tag 24. Wow, wir haben schon 24 Tage hier in diesem Spiel hier verbrannt. Nicht verquarten, sondern gespielt. Also, ich muss sagen, wow, das sieht richtig hell aus. Genau so möchte ich das auch oben haben dann. Aber jetzt. Das Fundament hier in der Mitte ist noch rot. Da außen wird es schon ein bisschen orange und hier der Boden, der ist auch noch rot. Das heißt, ich muss was machen. So. So was kaputt gemacht. Nur Fackeln. Ah, ich dachte schon, das Haus stürzt ein. Ja, mache ich. Haus einstürzen, das kriege ich doch hin. Wenigstens das muss ich hinkriegen. So, das fehlende Voraussetzungen, Dach oder was? Nee. Ach, eine Werkbank ist. Hier habe ich keine Werkbank, du kannst da dir das Holz bauen. Wie geht denn das? Was? Was denn? Hier oben kann ich. Hier in der Ecke, hier geht's wieder. Aber hier ja, links. Ja, die Werkbank, die hat nur einen gewissen Radius zum Ja, Bauen. Ja, aber warum konntest du hier Holz bauen? Weil ich von einem anderen Punkt aus gestanden bin. Ein Gräuling ist unsere Base, wenn der randaliert. Jetzt ist er tot. Auch gut. Tot ist besser. So, das hier wird jetzt lang. Oh, jetzt ist es nicht mehr so rot. Doch, aber hier ist noch rot. Gelb, gelb, gelb. Oh, orange. So, haben wir da hinten. Ich mach mal hier auch eine hin, ne? Das wird da wohl nichts Problematisches werden. Wenn ich den hier dahin platziere. Ah, dann ist grün. Ja, das passt. Muss man die Dinge einfach nur alle verstärken, oder? Das ist wegen der Statik, je weiter. Das hab ich verstanden, aber. Gefährlicher wird, jetzt ist er wieder rot geworden, ey. Das bringt nichts. Glaube ich hier unten. Ich muss irgendwo. Ne, oder man kann. Stabilisierung hin. Da. So. Ist hier stabilisiert. Da muss ich hier aufmachen. Hier eine. LOL! Ich muss bei den Fackeln immer ein bisschen Luft dazwischen lassen, sonst klappt das nicht. Wo, was wie Luft? Die hinter der Treppe, die leuchten nicht. Ach so. So Luft. Jo, standen. Hier ist aber offen. Ja, ich habe aufgemacht, damit ich da zumachen kann. Du hast. So, du trägst zu viel. Geil. Man hat aufgemacht, damit man zumachen kann. Ich mach dort zu mit Steinen. Ich mach dort zu mit Steinen. Musst du jetzt nicht checken. Kein Thema. Ich mach nämlich den Boden höher. Hier unten, schau mal. So, dann würden wir hier mal nochmal. Ich weiß nicht, was ich mach. Ich mach das mal richtig hier. Ich klotz mal wirklich. Wie viel habe ich noch? 50, okay. So, jetzt ist er blau. Jetzt haben wir hier Stabilität gewonnen. Dann machen wir hier mal so und so. Und. Nee, ich habe zu wenig dafür. Brauchst du dafür haben wir einfach nur Erde oder was brauchst du dafür? Eine. Okay. So, dann machen wir das hier platt. Also wieder weg. Dann ist der hier blau. Dann ist hier die Stabilisierung. Da, okay. Dann kann ich ja den jetzt hier und. Oh, ich habe was gesehen. Ah, was ich oben brauche. Ist grün. Perfekt. Jetzt ist oben wieder grün. Das heißt, wir haben jetzt wieder Stabilität gewonnen. Also am Tag ist hier drinnen echt hell. Heißt, ich kann hier eigentlich so mal zumachen. Braucht's irgendwo dann noch Licht oder so? Oder? Ich denke mal, das reicht. Ach ja, was du machen kannst, du kannst dieses Truhenkonstrukt, was wir unten haben, hier oben auch machen.
Genau. Ich baue mal erst Fackeln hier und dort. Ich hoffe, das Haus stürzt irgendwann nicht ein wegen den Fackeln. Nee, nee. Wir werden eh später mit Stein stabilisieren und alles. Das kommt dann noch. So, ich muss hier aufs Dach. Treppe, ja, unter der Treppe selber. So. Dann machen wir das Haus mal zu, ne? Dass wir hier geschützt sind, ne? Ich habe nämlich nicht so Bock, dass, dass jemand einfach nur nach oben rennt. Genau, warte mal kurz. Genau so. Mann! Da kommt man echt nicht hoch. Hier wird es dann wieder rot. Aber das ist voll kraftbar. Wir gehen hier mal nach oben. Nein. Mal gucken, ne? Was der Herr so baut. Oh ja, hier wird's. Nee, ist grün. Nee, warte mal kurz. Nee, rot, rot, dunkelrot, dunkelrot. Warum ist sie wieder gelb? Nee, ist auch rot. Hä? Ja, siehst du dieses Konstrukt hier? Autsch. Mit dem... Ach so! Ja gut, das... Oh, aber die Balken... Die sind gelb bis rot, ne? Ja, deshalb stabilisiere ich ja hier. Nee, die Balken selber. Genau, oh. Die. Ich denke, okay, wir müssen von unten herunter, ne? Wir müssen von hier vielleicht hoch auch noch ein paar machen. Nur die Frage ist halt, wie man die Dinger jetzt macht. Ich habe da keine Ahnung und ich würde gerne helfen, aber nö. Ich glaube hier. Ich habe 3 Kern... Nee, ich habe 9 Kernholz. Fehlende Voraussetzung, ich habe kein Kernholz mehr. Mal kurz, ich komme, wo bist du da? Oh. Also wir machen jetzt Folgendes. Wir bauen das einfach mal das Konstrukt so zu. Dann... Oben liegt Kernholz rum. Gehen wir auf Erkundung für den Ofen zu machen, damit wir wirklich Kupfer und alles haben. Ich habe nur Holz hier. Kein Kernholz mehr. Oben. Oben? Oben. Wo oben? Ah, da. Oben liegt Balboa. Nee. Was haben wir hier? Tannenzapfen? Ich weiß gar nicht, wo wir Tannenzapfen überall her. Also dann denke ich mal, machen wir das hier so mal zu. Ja, ja, zu ist eine gute Sache. Das kriegen wir offenbar noch hin. Also zu. Und dann, wenn wir das Dach zu haben, dann in der nächsten Phase, dann machen wir das Konstrukt dann stabil, schöner und so weiter. Weil ich denke mal, fürs Erste sollte es reichen dann. Bernstein ist wertvoll, okay. Ja, mit Bernstein den kannst du verkaufen bei diesem Händler. Handwerkstation benötigt ein Dach. Och nee. Hast du das Dach weggeschmissen oder was? Da ist noch kein Dach, deshalb muss ich wieder bei uns in die Base reinrennen. So, Stimmt, das wollte ich auch noch machen. Na, wir haben ja noch Lebensmittel irgendwo in der Kiste drin. Die Lebensmittelkiste, die hier einzeln rumsteht. Ja. Auch wieder ein paar Lebensmittel gebrauchen. Ey, das sieht danach keck aus. Das sieht richtig keck aus. Irgendwo. Hier platzieren. Ne, den muss ich weg. Oh, Essen ist fertig! So. Ach, wisst ihr was? Dann ich nehme das einfach Ganze mit. Orange. Da hinten ist dann rot. Okay. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen Kernholz holen. Ja, wäre nicht schlecht. Wäre wirklich nicht schlecht. Ich habe jetzt alles aufgerüstet. Habe ein bisschen Futter dabei. Ja, sollte wohl funktionieren. Das ist ja in
die jetzt Richtung kann ich das, hier. Ich kann das Dach schon mal stabilisieren. Bitzel. Ich hoffe hier irgendwann mal, dass Wald nach... Oh! Dass ein Wald nachwächst. Wäre schon irgendwie schön. Ja, wir können mit den Samen können wir später dann einen Wald nachpflanzen. So, meine Freunde, es ist ja schon wieder, ja, 15 Minuten, Entschuldigung für die lange Pause hier dazwischen. Wir müssen nur ein bisschen sputen, beziehungsweise ich muss. Ich weiß nicht, was Patrick, ob du da irgendwie heute fertig machen musst? Wie sieht's bei dir eigentlich aus heute Abend? Hast du Open End, oder? Ja, Open End schon, aber ich habe Besuch noch. Wie? Ach. Ich hab noch Besuch, nämlich, aber... Passt. Okay. Nee, ja, weil ich muss in einer Stunde, beziehungsweise in 15 Minuten muss ich weg. Und wir müssen noch ein bisschen vorproduzieren, mindestens 3 Folgen. Da müssen wir die 15 Minuten schon einhalten. Und ich denke mal, das kriegen wir irgendwie hin, ne? Jo, denke ich auch. Bevor wir hier noch weiterziehen, das Ganze in die Länge, gehe ich in den Dunkelwald und mache die Folgen zu Ende. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.